Weiter geht es mit Fallout 4. Wir sind in der letzten Folge auf Grey Garden dort hinten gestoßen. Eine Farm, die komplett durch Roboter geführt wird. Und neben Grey Garden ist jetzt noch dieses Haus hier, was wir erkunden wollten. Und nebenbei haben wir auch noch zwei Quests am Laufen. Eine von Grey Garden, weil die nur sehr, sehr schmutziges Wasser haben. Und deswegen sollen wir da nochmal nach dem Rechten sehen. Und außerdem sollen wir auch noch für ein paar Settler einen Gefallen tun. Jedenfalls hat uns das Preston gesagt. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal hier um das Haus. Bin ich mal gespannt, was wir hier drin noch so finden. Ja, falls ihr wir vielleicht gesehen habt, es ist inzwischen schon wieder Tag, denn ich bin lieber mal nach Hause gegangen und habe meine erste Nuka-Cola Quantum in Sicherheit gebracht. Und habe mich auch mal gut ausgeschlafen hier. Und ja, dann gucken wir doch mal, was wir in diesem Haus noch so finden können. Hier haben wir schon mal einen Bugle, den nehmen wir schon mal mit. Ansonsten jede Menge Dinge. Mehr werde ich dazu nicht sagen. So. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal einen Haufen Material, das wir mitschleppen können. Was liegt denn da noch so? Mantids, die nehmen wir mit. Oh, schöner Hut. Busted. Ah, okay. Da kommen wir nicht rein. Dann müssen wir hier eben weiter looten. Oh, nicht mehr zu schwer. So, die nehmen wir mit. Oh, ein Bonbon. Oh. Hey. So, ich glaube, du darfst mal wieder was für uns in die Hand nehmen. Hat ja doch schon wieder einiges angesammelt. Und drücken jetzt einfach mal den ganzen Junk in die Pfoten und hoffen, dass er das schleppen kann. Ja, macht er bisher ganz gut. Lampe. Aha. Ich weiß nicht, ob wir den brauchen können. Ich weiß nicht, ob man den großartig zerlegen kann. Aber wir versuchen es einfach. Ich gehe erstmal nach unten. Gucken, was hier noch so ist. Expert Door. Okay, wir gehen erst nach oben. Mhm. Noch so ein Desk-Fan. Das ist immer gut. Die Lampe kann ich jetzt leider nicht auseinandernehmen. Aber hier haben wir so eine Vase. Ah. Und da geht es dann wohl nach draußen, das zweite Stockwerk. Also geht es wohl nach unten. Die Tür müssten wir ja eigentlich aufkriegen. So, das ist. Ah, ging schon mal nicht schlecht. Ja, auf ist es schon. So, nur zur Sicherheit schnappen wir uns noch unser Tire Iron hier. Der ist schon mal leer. Hier irgendwas? Nee. Aber den können wir mitnehmen. Ah, ein paar Buttercaps. Schön. Ein Dog stolziert hier einfach so durch die Gegend. Also nehme ich mal an, dass hier keine Gegner sind. Es sei natürlich, es sind wieder irgendwelche Mole-Rats, die sich vergraben haben oder so. Oh, ein paar Zigaretten. Aha, was versteckt sich denn da? Ein Safe. Na, noch ein Stück weit. Nein, das war die falsche Richtung, glaube ich. Probierst du einfach mal neutral. Ne, das geht auch nicht. Das müssen wir so. Welche Richtung ist die richtige? Das war's nicht. Dann muss es ja die andere gewesen sein. So. Nice. Das ist allerdings nice. Ein Grundstock an Munition. Das ist gut. So, Kamera nehmen wir natürlich auch gerne mit. So, hier haben wir ein bisschen Dünger. Und was haben wir hier noch? Aha. Schaufel. Muss sein. Eine Chemistry Station. Können wir eigentlich mal gucken, ob wir nicht gerade noch irgendwas basteln können. Die Jets brauche ich eigentlich noch.
Noch mal Buffet. Klar. Ich glaube, das kann ich noch für anderen Kram brauchen. So, Psycho Buff. Ich selber benutze die Dinge eigentlich nie, ich vergesse die immer. Aber es gibt Erfahrung und die kann man gut verkaufen. Deswegen machen wir es jetzt einfach mal. So, mehr können wir auch schon nicht tun. Hallo. Komisch, wieso ist das Ding eigentlich nicht hochgegangen? Bin ich hier irgendwie an so einem Stolperdraht vorbeigelaufen oder was? Naja, egal. So, hier haben wir noch so eine Toolbox, die wir noch aufknacken müssen. Got it. Ja, damit. Oh, magnificent. So, das Werkzeug dann nehmen wir auch alles mit. Was nehmen wir mit? Das brauchen wir nicht. Die Tato nehmen wir mit. So, und ich glaube, dann haben wir hier alles. No smoking, dude. Gut, dass ich nicht Raucher bin. Ah, Moment. Ist das so eine Tür? Tatsächlich. Ich habe noch einen Pümpel. Für den finden wir bestimmt schon eine Verwendung. Und Stimpak right away ist gut. Was ist denn das? Ach, ein Handtuch. Okay. Hey. Gut, Doc, du musst mal gerade noch was für mich schleppen. Sonst komme ich hier nicht von der Stelle. Das wollen wir ja nicht. Schnapp dir, was du schleppe kannst. So. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal wieder zurück nach Sanctuary und liefern mal gerade den ganzen Schrott ab hier. So. Nichts wie Hinder. Jetzt haben wir auch schon wieder fast Level 10. Das geht ja fix hier. Ja, es geht am Anfang ziemlich gut, aber es ist auch bitter notwendig. Denn solange man noch keine Perks hat und so, ist man echt im Eimer. Da bin ich mehr als froh drüber, dass man am Anfang noch recht schnell levelt. Ich finde, es ist auch nicht zu schnell. Ach klar, jetzt hat ja mein Hund die ganzen. Hey. Hundi! Brauchst du nicht so zu heulen. So, her mit dem ganzen Scheiß hier. Oh nein, ich bin zu schwer. Mein Gott, wer hätte das gedacht? Ja, ich werde doch viel, viel schwerer. Also manchmal erstaunt mich dieser Hund echt. Der kann ja fast mehr tragen als ich. So. Preston, halt die Klappe, du hast keine Ahnung. So, den ganzen Junk da rein. Irgendwelche Waffen, die wir nicht brauchen. Ja, das kann weg. Da muss ich eigentlich erstmal gucken. Ach, dann fährt mir, wer braucht denn den schon? Machete. Also eine kann auf jeden Fall weg. Bei der anderen muss ich erstmal gucken, ob das nicht stärker ist als das Ding, was ich da momentan benutze. Hier den. Das könnte ja da aussehen. Nein, das Teil 1 ist tatsächlich stärker. Aber wenn ich das upgrade. Nein, dafür müsste ich das erstmal upgraden können, aber ich bin kein Blacksmith. Dann weg damit. Das hat 31. Und die hat 34, also fort damit. Davon haben wir aber zwei, also können wir eine davon auch loswerden. Die kann auch weg. So. Nein, Craft. Noch irgendwas. Ah. Die ist pocketed. 13, aber die hat 12,5. Ja, tut mir leid. Ja, vielleicht können wir die gerade noch pocketen. Ja, können wir machen. Machen wir das doch mal. Und Kram haben wir ja gerade. The sight never lies.
Ja, ich bin beschäftigt, störe mich nicht. Auch wenn wir sowieso schon. Obwohl, ne, ich lass es mal. Nein, falsches Menü. Hier wollen wir hin. Apparently. This one is better. Chess piece, chess piece, chess piece. Was ist denn über manche? Ach, direkt da drüber, ich Idiot. 7,15 und das 12,5. Dann ist das ja eigentlich sogar besser. Ha, das war eigentlich umsonst gemacht. Na gut. Weg damit. So. Ich glaube, wir haben noch so ein 8-Kram. Nein. Dann verdrücke ich mich heute bei allem hier. So, das können wir mitnehmen. Das kann weg. Das kann weg. Schleppen wir mal mit. Das kann weg. Das können wir auch alles erstmal lagern. So. Hier der Red Road, ja. Würde ich auch gerne erstmal mitnehmen. Oh, das ist ja auch keine Welt. Das ist ja praktisch. Melone können wir hier lassen. Small Red Meat können wir hier lassen. Die Mud Fruits können wir hier lassen. Die werden wir jetzt erstmal alles nicht brauchen. Purified Water nehme ich eigentlich immer ein bisschen mit. Das ist ganz nützlich. Aber das können wir hier lassen. So, die Tattoos natürlich auch. Den Wodka muss ich jetzt auch nicht unbedingt mitschleppen. Aber wenn ich nicht weiß, was ich mit dem anfangen kann. So, bei dem ganzen anderen Kran, den wir jetzt nicht scrappen können, gibt es einen ganz einfachen Trick. Man geht einfach ins Menü und legt einfach alles ab, was man nicht mehr braucht. So. Und die Power Armor, die behalte ich vielleicht erstmal noch. So, und dann kann man einfach ins Scrap-Menü gehen und es so scrappen. So kann man zumindest den Kram scrappen. Oh, die geben ja gar nichts. Ha, dann können wir es auch behalten. Dann können wir es auch behalten und später dann irgendwo verkaufen. So. Dann stecken wir das Zeug einfach mal hier rein. Zusammen mit dem Fat. Obwohl, den Fatman würde ich eigentlich gerne woanders hin tun. Hier die Minen. Das sind nämlich auch so Dinge, die ich eigentlich immer vergesse. Die Cocktails. Das Zeug hier. Buff Tats. Ich will zumindest das ganze Essbare, was keine Reds hat, erstmal behalten, falls mir die Stimpacks ausgehen. So. Hier habe ich erstmal meinen Kram gelagert, der für mich selber interessant ist. Und da stopfen wir jetzt mal den Fatman rein. Und ansonsten, ja, die Power Armor vielleicht. So. Sonst noch irgendwas. Das muss man eigentlich nicht extra da ablegen. Ich habe noch ein bisschen Junk natürlich. Und diese Torso-Mod. Gut, dann müssen wir noch mal gerade hier an die Station. So, das Dorn und die Mods kann man ja auch ablegen. Dann sind die nämlich in allen verbundenen Weapons oder Armor Workbenches, was ziemlich praktisch ist. So. Und dann sind wir eigentlich ready to go.
Und da war es wieder nachts. Es ist praktisch, sind wir praktisch genau wieder da, wo wir aufgehört haben. Ich rüste mal lieber das hier aus. Ich fahre mal gerade Munition checken. Immer noch nur 48, das ist nicht viel. So. Gehen wir erstmal zu dem Punkt, das müssen nämlich eigentlich die Settler sein. Und dann war da Wasser im Weg. Das ist doof. Vielleicht können wir da drüber latschen. Eine bessere Art Brücke sehe ich nämlich jetzt erstmal nicht. Und durch das Wasser schwimmen, da bin ich dann ruckzuck meine HP los. In dem Waggon, da werden wir wohl vorbeikommen, oder? Hep. Oh, schade. Ich dachte, könnte man vielleicht in den Waggon rein oder so. Dann halt nicht. Was ist denn das hier? Juhu. Pilze. Aber ich kann keinen davon mitnehmen. Ist ja schade. Beantown Brewery. Brauerei? Okay. Hier sind zwar Fässer, aber die kann ich leider nicht aufmachen. Wir vertrauen einfach mal darauf, dass da nichts drin ist. Zumindest nichts Interessantes. Hier sind nur ein paar Autofracks. Eine Couch. Aha. Eine Kälberte. Okay. Man kann alles brauchen. Und noch ein Eingang. Und dann war sonst nur die Zufahrt. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal da rein. Natürlich mit gezogener Waffe, denn man kann ja nie wissen. Nicht, dass uns direkt so ein Feral Ghoul ins Gesicht gesprungen kommt. Oder Schlimmeres. Dun, dun, dun. Juhu. Aha. Wir haben jede Menge Flaschen. Okay. Ich war's nicht. Da hab ich doch irgendwas gehört. Oh, hallo. Ja, Peekaboo. Nanu. Ah, wusste ich's doch. Klappe, du blöde Affe. Vielleicht sind das ja sogar die Raider, die wir für die eine Settlement ausräuchern sollen. Das wird ja super in den Kram passen. Ach, ich wollte doch erstmal da ein bisschen mit Raidern zu tun haben. Mach's wieder wie beim letzten Mal, dass wir erstmal den Kram hier stehen und liegen lassen und dann später alles einsacken. Und wir kümmern uns jetzt erstmal nur um die Gegner und schnappen uns nur das, was wichtig ist. So, oben habe ich noch mehr gehört. Der war bestimmt nicht alleine. Dann sneaken wir uns doch mal in bester mittiger Solid-Manier hier voran. Nanu? Wo sind denn meine Freunde? Doch, bitte nicht so laut. Aha! Ich schnapp uns doch mal hier die Rifle. Und puff! I'll find you. Oh, hallo! Aber das kann ich auch. Shotgun! So, was wir jetzt haben wir uns wieder hier unsere treue Superbleispritze. Die leider nicht so viel Schaden macht, das ist der Nachteil.
triffst mich nicht. Ich triff dich auch nicht. Das ist scheiße. So, darf ich mal gerade deine Muni haben? Vielen Dank. Hast du sonst noch irgendwas? Nein, du mich auch. Ja, versuch mal hier rüber zu kommen. Da wirst du aber durchlöchern wie ein Schweizer Käse, mein Freund. Nee, ich hab dich gewarnt. Du bist der Nächste. Komm her. Hund hinterher. Tower Tom, okay. Eigentlich bei automatischen Waffen kriegt das nicht so viel mit Wets. Die Erfahrung habe ich jetzt schon gemacht. Na warte, du lässt meinen Hund in Ruhe. Ich will gerade mal heilen, ist jetzt sicher. Boom. Los Hund. Dein Ende ist noch nicht gekommen. Aber dein Ende ist gekommen. Ha! Den haben wir gut erwischt. Gerade hier die Muni mitnehmen. Noch mehr Muni. Ah, Weapons Workbench. Das ist praktisch, dann können wir den die Waffen, die wir hier schon mal finden. Oh, cool. Die Waffen, die wir hier schon mal finden, direkt auseinandernehmen. Das ist einfacher. Was haben wir denn hier für ein Terminal? Sweet. Cold. Ha! Ich bin so gut. mal wieder irgendwelche Sachen. Jackpot. Bla. Essen. Alles nicht so von Belang. Vega. Oh, die reden über mich, dass ich Jared gekillt habe. Das ist ja lustig. Tja, aber was Tolles haben wir nicht gefunden. Was haben wir hier, also so ein Elevator. Und ich wette, das waren noch nicht alle Raider. Deswegen machen wir uns mal auf das Schlimmste gefasst. Oh, Moment, was haben wir denn hier noch so? Den Safe gucken wir dann in der nächsten Folge rein und gucken, was hier sonst noch so abgeht. Und dann verabschiede ich mich jetzt erstmal und wir sehen uns in der nächsten Folge Fallout 4 wieder. Und in der Zwischenzeit macht Aranel mein kleines Schläfchen. Bis zum nächsten Mal.